Going to ban. Hallo alle miteinander und herzlich willkommen zurück zum letzten Game des Abends. Und zwar Rock's Kiss gegen Fnatic EU. Game Nummer 2 in der WePlay TV Dota 2 League Season Nummer 2. Der First, mein Co-Caster ist André aka FireKiwi. Und ein letztes Mal. Da. Ein letztes Mal für heute Abend. Ja. Aber das erst letzte für heute Game. Abend. Ich werde wahrscheinlich morgen nochmal casten. Und zwar Na'Vi gegen Scary Faces. Es ist ein Best of Two. Ein Best of Two werde ich da sein, weil unsere anderen Maincaster alle wechseln. Ich wollte eigentlich zum Geburtstag meiner Freundin. Die wird 18. Muss die Freundin warten. Ja, ich weiß nicht, sie feiert den 18. Geburtstag, aber. Oh. YOLO? YOLO? Ich weiß nicht, das Game Hashtag ist. YOLO? Ja. Schick dir einfach $322, das wird. Oh Gott, wenn ich so viel Geld hätte. Wenn ich hier irgendwann mal bezahlt werden würde für den ganzen Scheiß, den ich mache. Nein. Das ist, ja Gott, es ist 20 Uhr ist das Spiel, 22 Uhr sind wir da fertig und dann bin ich da 23 Uhr oder so da. Das passt schon irgendwie. Also Gott, ich werde mir wahrscheinlich eine Menge Hass auf mich ziehen. Aber ich meine, ist für euch und ihr findet es doch auch irgendwie geil. Und irgendwie ist doch Dota irgendwie auch echt verdammt eine geile Scheiße, oder? Also ich find's geil. Tut mir leid, ich wette gleich kommen die übelsten Flames von wegen, ich bin fucking Nerd. Aber it happens, bro. Du, ich kann damit gut leben, es geht mir ja ganz genauso. Oh Mann. Frag mich, wir müssten eigentlich irgendwann bei Gelegenheit den Go Dota Bierabend machen, wo alle Go Dota Leute sich irgendwo in der Mitte Deutschlands treffen. Ich komme ja aus dem tiefen Osten. Nein, nicht ganz tiefen Osten, ich komme aus Leipzig. Und dann werden wir alle dorthin fahren und dann werden wir Bier trinken. Dann werden wir. Ich mag Bier. Ich auch? Ich hab's ja gerade. Ich trinke gerade Bier. Ich hab mir fünf Bier für heute Abend geholt. Ich hab einen langen Dota-Abend von mir. Und Nicknacks. Nicknacks. Ich hatte schon einen ganz köstlichen Energy-Drink. Ist aber leider schon leer. Ich wünschte mir jetzt irgendwie, ich hätte noch einen, weil das bringt mich immer in eine gute Stimmung. Eine gute Stimmung? Für Dota. Das tut es tatsächlich. Ich trinke dann Espresso einen doppelten. Ja, ist auch nicht schlecht. Aber die Koffeinkonzentration ist nicht mehr so hoch. Wir müssen schnell auf die Picks eingehen, sonst haben wir es verpasst. Standard-Picks, die ersten Buns, alles ziemlich Standard. Channel ist diesmal von Roxkiss gemacht. Raketenschnell. OD-Pick, da ist natürlich sofort Razor und Kuka noch mit raus, weil das so ein bisschen natürliche Counter sind für OD, weil die nicht so Mana-abhängig sind, beziehungsweise kann Razor seinen passiven Skillen, den Static Link auf OD casten und wenn der dann meint, es ist eine gute Idee, jetzt in Astral Imprisonment zu setzen, bekommt Razor einfach weiter Damage dazu und ist dann noch in der Lage, den OD weiter outzulasten. Abgesehen davon ist Razor sehr statisch geladen. So ist es. Ich warte eigentlich jetzt auf den Lone Druid Bann, um ehrlich zu sein. Ja, Lone Druid funktioniert auch unglaublich gut eigentlich gegen OD in der Mitte. Ey, ich hab's gestern, weiß nicht, ob du das Game gestern gesehen hast, Dendys OD gegen, gegen Rock's Kiss. Weiß ich wer, ich glaube es war Biz is Perfect OD. Oh, Invoker. Oh mein Gott, darauf gehen wir gleich noch ein. Das hat man aber wirklich lange nicht mehr gesehen. Aber jedenfalls, der Lone Druid hat so super zerstört, also es waren dann irgendwann 34 Knights auf ihm oder sowas. Aber Invoker gegen OD bitte wird so dick. Das wird so eine geile Action, da freue ich mich jetzt schon so. Meinst du, die stellen Invoker gegen den OD? Das glaube ich nicht. Ja, das. Aber was sollen die sonst stellen? Ein Prophet? Nyx. Du könntest Solo mit Nyx stellen. Oh, das ist halt doch Verbastung irgendwie. Nyx ist halt doch ziemlich stark gegen OD. Also, ja, mit also, Mana-Burn, selbstverständlich, ja. Der Mana-Burn macht halt so viel Schaden an OD, weil OD lebt ja davon, dass er einen großen Mana-Pool hat. Und Nyx findet das ganz toll, wenn der Gegner viel Int hat. Da macht das Mana Burn halt unglaublich viel Sauschaden. Das stimmt. Ja, tut dann schon ziemlich weh. Keine Ahnung, ich habe schon Nyx Assassins gesehen, die dann einen Mana Burn auf den OD casten, der macht dann 600 Damage. Weil der einfach so viel Int hat. Aber ganz ehrlich, wie wollen die denn. Bei der Spirit Breaker wird das schon wieder so ein Rogue. Da muss dann ein Safe Lane Invoker werden. Oder? Ja. Das ist doch die einzige logische Konsequenz. Ja, warum auch nicht? Kann ja sein.
Wir können uns ja auch überraschen lassen, das ist ja auch das Schöne daran. Ja, das ist sowieso das Schönste, Lothar, sich überraschen zu lassen, was die Game, was die Teams machen. Auf einmal rasten sie aus. Rasten radikal aus. Shadow Demon First Pick. Ja, beziehungsweise. Darkseer komplett ignoriert. Finde ich. Also Shadow Demon finde ich sehr, sehr, sehr geil von Max Kiss, ihn gegen einen Lifestealer zu stellen. Ist halt klasse, Demonic Purge durch Rage. Ist eine total geile Idee. Ich denke, das kann funktionieren. Weil prinzipiell haben sie ein sehr mobiles Lineup. Guck mal, sie haben Nature's Prophet, der kann Sprouten und Shadowblade. Nyxessen kann Invis gehen und wegrennen. Shadow Demon kann Disrupten und Purgen. Spiritbreaker ist sowieso sau schnell und kann noch chargen. Den Invoker, wenn er auf Wax spielt und Faceboots hat, dann ist er auch echt schnell unterwegs. Das heißt, der Stealer wird mit dem Slow dann erst Probleme haben, irgendwie an den Target ranzukommen. Deswegen finde ich den Draft eigentlich von Roxxkiss sehr klug. Fly spielt jetzt die Enigma, also der Last Pick Enigma. Bin ich nicht ganz sicher, ob das so gut funktioniert. Wir werden es sehen, vielleicht werden wir überrascht. Ich gehe kurz durch das Lineup durch. Trixie mit dem Bounty Hunter Fly, wie schon erwähnt, die Enigma. Hani mit dem Outward Devourer wird die Mitte spielen. Era den Lifestealer und als allerletztes der gute No-Tail mit der Visage auf Seiten von Roxxkiss oder auch der Dire spielt den Nexus, den Spiritbreaker, also ein Farming Spiritbreaker. Solo spielt den Shadow Demon in der Midlane. Wird es, this is perfect, er wird mit dem Invoker Mitte gehen und auf Exhort skillen, also das ist so viel. Sauron Man! Oh Trixie. YOLO. Oh Mann. YOLO spielt den Nyx Assassin, ich sag schon YOLO. Und einer fehlt noch und der ist in der Base, das ist Sedoi. Er spielt den Nature's Prophet. Übrigens, bin großer Fan von Sedoi geworden. Der spielt echt solide Offlane Heroes. Also, wie bei Poseidon Sauruk oder Saruk, heißt der, glaube ich. Der Chen-Spieler war es. Sakuru oder so. Das hört sich irgendwie japanisch an. Als ob ich gerade ein Anime angeschaltet habe oder sowas. Auf jeden. Also, das ist. Das klingt Sakuro, erstens super seltsam und zweitens hat er echt viel drauf, so. Hat mich überrascht. Ja, die Chen-Plays waren echt epic, muss ich schon sagen. Oh, Spiritbreaker mit Invis-Rune. Ich werde einfach die ganze Zeit mir anschauen, was hier in der Mitte passiert mit Invoker und OD, weil Invoker jetzt ja tatsächlich doch in die Mitte geht gegen den OD. Und jetzt bin ich gespannt, wie sich das Ganze hier entwickeln wird. Ob das eine gute Idee ist, den Invoker darzustellen. Oh, und Joel hat den Mana-Burn als erstes. Das ist schön, der wird gleich vorbeikommen. Einfach einen Mana-Burn reinbratzen und wieder weggehen. Ich meine, Invokers Last Damage ist ja nicht so hervorragend gut. Ja, ich meine, auch mit Exhort, ja, du hast recht. Ja, mit Exhort ist er okay, aber jetzt verliert er ja direkt schon Damage, wenn OD da rangeht. Mhm, das stimmt. Und jetzt hat er 56. Mhm. Oh, hab ich da gerade einen Charge gehört? Nee, ich hab nur Paranoid. Ich hab nur Paranoia. 56 gegen 65 vom OD. Und das Astral Imprisonment hält halt echt lange. Und er hat doch zwei bereit, wenn die Aura nicht prockt. Wenn die Aura nicht prockt, hat er immer noch zwei. Und Joel geht da ran für den Mana Burn. Oh, guck mal, haben wir einen Statman? Oder bist du das? Oh, habe ich uns den organisiert? Und Evil Muffins in die Lobby gelassen? Ich glaube, ja. Du bist ja sick, Mann. Hups, das war eine eigenmächtige Entscheidung. Ich hoffe, du fühlst dich nicht übergangen. Nee, das ist super chillig. Also, das gefällt mir. Oh Gott, hast du auch so einen Lag? Ja. Ein Mega-Spike. Alter, das war fies. Oh, guck mal, wie lange das gedauert hat, bis aufgeschrieben ist. Lol. Ah, shit. Team Volvo, please. Also ohne Scheiß, Team richtig instabil heute. Guck mal. Oh mein Gott. Das ist nicht spielbar. Volvo, also mein Ping please. Ist gut, aber der Server scheint gerade Volvo. Ja, guck mal ganz kurz. Ping ist. Lol, wie lange ich brauche, um den Ping zu bekommen, ey. Ja. Passt eigentlich. Gut, die Chinesen natürlich super asozialen Ping, aber. Alter, das war gerade nicht feierlich. Also, ich meine, es hat mich einmal aus Steam gehauen. Es hat, ich weiß nicht, wer es war. Ich glaube, aber jemand bei Twisted Fingers TV hat es auch zweimal aus der Lobby gehauen. Also. Volvo. Ich will das nicht an. Ich habe einen Dota-Abend vor mir. Sakura heißt der gute Junge. Ja, sehr gut. Sakura. Denkt an Naruto. Sakuro. Sakura. Denkt an Naruto. Ich kann nicht an Naruto denken, weil ich kenne das nicht. Also ich kenne das schon vom Namen her, aber ich bin auch kein Anime-Fan. Packet Loss was nice. Ja, was habe ich denn?
Ja, ich habe 15% Packet Loss. Naja, shit happens. Ja, what do, sagt der Caster und sagt auch der Admin. Das ist mies, Alter. Remake, Fragezeichen. Ja, das wird nicht helfen. Ich denke, das ist ein Steam-Server-Problem. Ja, vielleicht auf einem anderen Server einfach nochmal probieren und mal schauen, was sie entscheiden werden. Ja. Mal sehen, ob Skype irgendwas sagt. Nein. Also beim Casten, ne, habe ich übrigens am liebsten einfach nur meine Hand an der Maus und dann halte ich die mittlere Maustaste gedrückt und fliege so mit meiner Kamera durch die Gegend. Das läuft immer so schön smooth. Oh, du bist sehr sick. Wie machst du das so? Ich habe beim Casten prinzipiell die Empfindlichkeit. I'm calling Wolf Headquarters. Ihr könnt es mal sehen, das sind meine Casting-Einstellungen. Ich habe prinzipiell Camera Acceleration und Camera Speed auf 0. Und deswegen ist es bei mir auch so smooth. Ich meine, ich kann das auch mit der mittleren Maustaste machen, aber das ist dann. Da muss man sich ein bisschen dran gewöhnen, aber dann kannst du echt immer schön so dem Geschehen nachfahren. Das stimmt. Und dann, wenn du dich ein bisschen geübt hast, dann kannst du auch immer schön die Geschwindigkeit verfolgen, kannst immer schön über dem Helden bleiben. Das ist stimmt. Aber ich muss sagen, so als. Sehr geschmeidig. Ich meine, so als Caster also ich bin ja quasi beim Casten permanent sticky. Eigentlich, wenn es nicht gerade Clash ist, bin ich sticky auf dem Hero, weil dann kann ich ihn quasi. Das sieht man natürlich jetzt blöd, weil es gepaust ist. Aber wenn man den dann. Ist das die Kamera dann über dem Helden arretiert? Ja. Und wie ich mach quasi. Das? Ich klicke den Hero an, dann Doppelklick auf das Porträt. Und dann. Mhm. Einfach halten. Stop this, please. Oh. Das ist aber gemein, der gute. Weiß nicht, was sagt mein Ping? 5%. Packet Loss. Theoretisch kann es nur losgehen. Und ja, ich weiß nicht, das ist halt echt smooth. Ich kann euch das mal zeigen, wenn ich jetzt hier auf Business Perfect gehe. Es bewegt und dann geht einfach die Kamera ganz locker mit, sieht super smooth aus. So die kleinen Tricks der Caster, damit es ein bisschen besser aussieht. Smooth Drag und Spectate natürlich auch angeschaltet in den Broadcast Settings. All solche kleinen Sachen muss man halt drauf haben, muss man beherrschen, um das Bild ein bisschen ansehnlich zu machen. Also wenn ich Doppelklick auf einen Helden mache, passiert da gar nichts. Nee, nur auf sein, du musst ihn anwählen, dann auf sein Porträt. Unten? Ja, auf das Bild. Und dann bleibt sie drüber. Ja. Ah, okay. Das ist nicht super cool. Oh, sexy. Easy, das wusste ich auch noch nicht. Aber ich nehme trotzdem nur die mittlere Maus. Ich habe mich da jetzt so dran gewöhnt. Oh, Sedoy. Erstmal ein Kurier gekillt, aber Sedoy wird das First bei diesem Game werden und es geht. Oh, das war saugt. Oh, der Sunstrike war knapp. Heilige Mutter Gottes. Oh, guck dir den Bodyblock von dem Tree an. Hast du es gesehen? Nein. Oh ja, tatsächlich. Kommt noch ein Tower-Hit. Oh nein. Oh, ein Tower-Hit hätte gereicht. Er hatte keine South, um das Cancel. Guck mal, der Tree ist richtig sauer, Mann. Der will einfach weiter chasen und zerstören. Oh Mann. Aber schönes Micro, hätte fast geklappt. Ja. Gutes Kompliment. Trixie hier. Wieder am Rotieren. Fnatic, Hani hat kein Mana mehr. Kein Mana mehr. Also Odin hat kein Mana. Ich setze mich in eine Situation. Oh, bis ist perfekt. Gibt Genada. Oh, Auto-Attacks könnte reichen. Bodyblock von Trixie. Bodyblock von Trixie. Immer noch. Machen Sie gut, das könnte reichen. Der Sunstrike kommt. Und Trixie geht. Ah, zündet die Helix auf. Sehr gut. Guter Mann. 3 HP. Das war anständig. Das war sehr anständig. Und da geht der Invoker down, ja. Geht der Invoker down? Ich bin ja immer noch gespannt, wie der Invoker das hier machen möchte. Wie der sich das vorstellt gegen den OD. Also, ich meine, gucken wir mal seine Lasts an. 6 zu 9 gegenüber OD 4 zu 4. 6 zu 11. Also, der steht besser da als der OD. War, weil Mana Burn halt echt regelt. Und guck mal, wie viel Damage macht denn der. Der macht jetzt plus 30 Damage. Also, der macht 85 Damage. OD macht 70 Damage. Und ein Invo hat halt auch echt eine perve Attack Animation. Ja, und die Missile Speed ist halt natürlich auch super, ne? Hm, genau. Ja. Also, um ehrlich zu sein, ich. Walker, der macht guten Job. Er trifft zwar selten seine Sunstrikes. Also, den einen konnte er ja quasi nicht verfehlen, aber unten hat er Error leider nicht erwischt. Und sonst passt das eigentlich. Also, er macht da. Ich meine, 15 Denies sagt halt fast alles. Müssen dafür mal gucken, ja, wie die Toplane läuft. Ist aber auch unglaublich wichtig, gegen OD gut zu denyen, sonst hast du ja natürlich keine Chance, weil du bist schon ja wieder. Spike. Ja. Volvo. Das ist uncool. Now we okay with Remake. Wenn in Solo. Oh, ich hasse Remakes, Alter.
Weil ich hab noch nie ein Game gecastet, das remaked wurde. Ich hab noch nie ein Game gecastet, das remaked wurde. Aber ich weiß halt von anderen Streams, wenn ich es geguckt habe, dass es jedes Mal übelsten Stress gibt. Tja, aber was will man machen? Also jetzt auf den Servern, wenn du so einen riesen, immer wieder, keine Ahnung, alle zwei Minuten so einen riesen Spike hast. Ja, da kannst du ja auch nicht unbedingt das, was du gerne möchtest. Also das muss ja irgendwie von den Servern gerade kommen, ne? Ja. Ja, Exis spricht halt eigentlich aus, ne? Unsicher, ob das so gut ist. Aber guck mal, ich hab immer noch Packet Loss, da bin ich mit. Ja, 17% Packet Loss. Ey, das geht einfach nicht. Kann so nicht arbeiten. Ja, ich denke einfach mal, dass wir jetzt ein Remake machen würden, auf einem anderen Server vielleicht. Wo sind die Steams? Weiß ich nicht, mal gucken, was. Kannst du probieren. Es ist halt die Frage, wir müssen halt den Admin fragen, aber der antwortet. Vor allem, das Beste ist, jetzt sind 150 Leute auf dem Stream, gerade wenn gepaust ist und nichts passiert. Tja, das ist spannend, weißt du, das erhöht Spannung. Die Spannung, ja. Wird dieser Prophet den Lasted bekommen? Guck mal hier, 2-0 und jetzt... Wird er den Lasted bekommen? Ja. I don't think it should be a global problem. Global problem. Sehr, sehr global, dieses Problem, ja. Ach gut, Ladislav, mein bester Mann. You think or you know. Ja, er denkt es natürlich. Ah, die ist echt ein ganz schön kleiner Teufel. Ganz schön Bitch. Ich meine, was sollen sie machen? Die können nicht mit 21% Packet Loss spielen. 16%. Nein, das geht Packet nicht. Loss. Das geht einfach nicht. Wenn quasi ein Zehntel oder ein bisschen mehr, halt ein Neuntel oder so ich merke das hier jetzt mal, wenn hier ein kleiner Tick kommt. Ein Neuntel deiner Aktionen nicht ankommen, dann kannst du es vergessen. So, die müssen remaken. Okay, er fragt gerade Cyborg Matt, er ist natürlich der Big Boss. Das Problem ist, dass ich eigentlich echt dringend auf Toilette muss. Das liegt daran, dass ich einen Liter Tee getrunken habe, einen Kaffee und gerade noch an meinem Bier sitze. Okay, das Game geht weiter, was ist das? Das ist YOLO, No-Tail ist alles egal. Ich denke, wir werden das ab und zu wieder checken. YOLO Resume. Ja, ich denke, das wird gleich wieder auftreten. Was schön ist, dass der gute Bara hier echt viel farmt. Und so ein farmt Bara, ich würde ihn gerne mit Aga sehen, das wäre für mich eine große Ehre. Also Aga wäre ein sehr, sehr geiles Item auf ihm, aber ich hab noch so meine Zweifel, dass er das durchziehen wird. Aber jetzt geht's erstmal an den Tower. Und bis jetzt sieht alles lagfrei aus. Oh. Wixie. Geht da lieber vor Cybermite. Das haben sie Sentries, sie haben glaube ich nur das. Die haben nur das, ja. Geht's weiter an den Tower. Frage, ob sie da rein TPen wollen, um das zu verhindern. Enigma ohne TP. Lifesteal hat ein TP. Fortification ist auch raus, aber... Oh, und Trixie macht das klug. Trixie pullt da die Creep Wave. Pullt sie in die Neutrals. Und da kommt ein Charge auf No-Tail. Da wird aber abgebrochen. Oh, das ist nicht sonderlich männlich. Da wird aber auch das TP wieder abgebrochen, also... Ja, TP geforst, abgebrochen. Naja, aber das Kiten von Trixie, das war sehr effizient. Das hat jetzt den Push verhindert. Genau, mit Fortification haben sie jetzt den Tower nochmal verhindern können. Power Push. Und hier ist ein Nature's Profit mit einer Haste unterwegs. Es ist interessant, dass er so lange sich entscheidet, auf Offline zu bleiben, obwohl er halt echt keinen Stich sieht gegen die Last Hits. Oh Gott, nix ist das mit einem Outtext. Sehr leid, dass ich das verpasst habe. OD ist tot. Ja, ein Cold Snap da. Ein guter Cold Snap. Und hier sehen wir, Nexus wird angegangen, aber das kann nicht ernsthaft sein. Das ist kein ernsthafter Go. Da müssen sie eher aufpassen, dass es nicht der Regal wird. Ah, sie haben keinen Soulcatcher? Kein Soulcatcher? Oh, sehr schön mit Shuriken Toss. Hast du es gerade gesehen? Shuriken Toss ist abgebrochen. Und Nexus wird down gehen. Viel zu weit drin, da der gute Junge. Yol auch noch fallen. Versucht noch irgendwie das Mana zu bekommen, um einmal Spike Carapace zu aktivieren, aber. Momentan ist ihm das noch nicht vergönnt. Da kommt der Slow. Ein letzter Nuke von der Visage würde genug sein, aber er hat nicht das Mana dafür. Die Auto-Attacks der Visage sind aber genug. Und jetzt wollen sie sogar vielleicht noch ein bisschen mehr. Ich verstehe nicht, warum er kein Soulcatcher gespielt hat. Ich verstehe es einfach nicht. Sag's mir. Das kann ich dir leider auch nicht sagen. Oh, das ist eigentlich echt...
Der prämierende Sache. Ist eigentlich so stark, dass man es eigentlich nicht skippen sollte, aber na gut. Boah, aber ich freue mich schon auf morgen. Morgen kommt meine neue Tastatur. Eine mechanische Tastatur gekönnt von Logitech, eine G710 Plus. Ah, die habe ich auch. Das kann ich dir, war eine sehr gute Entscheidung. Ja? Ja, Lohnt ich sich die 130 Euro? bin sehr zufrieden damit. Okay, das ist schön. Oh, guck mal, diese Gozu-Sense ist gleich die Sentry gestellt. Oh, der Sunstrike trifft. Oh, das könnte dick werden. Ice War gecastet statt Ice Vortex, aber es reicht. Ein Invoker mit dem Kill. Auch wenn das an echt seltsam war. Einfach Ice War statt einem Cold Snap, meine ich natürlich. Missklick, möglicherweise. Das kann sein, ja. Beim Ice War halt noch nicht so stark auf dem Level, aber hat gereicht, das ist alles, worum es geht. Wo war ich denn gerade? Genau, an der Tastatur. Nicht cool. Gut, dann werde ich mich darauf freuen. Die Ja, du Tastatur. darfst. Vor allem, ich habe ja vor allem immer das Problem, ich habe ja ungefähr. Im Streamprogramm habe ich 20 Overlays. Ungefähr. Für jedes Drecksturnier eins. Also, ob das ESL ist, ob das irgendwas ist, für jedes habe ich so sechs Overlays oder sechs verschiedene Szenen. Und Noaz macht das immer auf mein Numpad lege ich das. Aber mir gehen halt die Nummern auf meinem Numpad aus. Jetzt mache ich das schon mit Steuerung Numpad. Aber ich wäre deutlich komfortabler, da ich ja bei der G710 einfach hin und her schalten kann. Oh Gott, mit ein Initiate, aber es reicht nicht für den Invoker. Da ich ja bei der quasi mehrere Makrotasten belegen kann, werde ich einfach ganz komfortabel durch meine Overlay switchen. Da freue ich mich schon tierisch drauf. Ja, das ist sehr gut. Das freut mich. Sowas macht den kleinen Jonas glücklich, den kleinen Caster. Das kann ich verstehen. Als Computerspieler finde ich diese Tastatur auch sehr gut. Okay. Machtloser Prophet. Lifesteal hat ihn komplett aus der Lane verdrängt. Dire's bottom tower is Nee, das ist under wahrscheinlich attack. Mist auf die. Ja, das sind prophetische Gaben von Evil Muffins, die da durchkommen. Der weiß nämlich Bescheid. Und das ist tatsächlich so. Jetzt erst ist er irgendwie Woods gegangen. Ich weiß nicht genau, warum er nicht schon eher gegangen ist. Ich meine, weil Fly hat echt Free Farm gehabt. Irgendwie nichts draus gemacht, aber er hat wirklich Free Farm gehabt. Flooring und Boots. Na gut, das geht halt. Dafür pushen sie jetzt den Tower. Oh, Trixie. Hat eine Haste-Rune in seiner Bottle. Langsam wird es auch echt kritisch mit auf dem Klo gehen müssen. Echte Sache. Ich glaube, im nächsten, falls es nochmal einen Packet Loss gibt, dann werde ich aufs. Das ist einfach nicht, also einfach unvermeidbar. Ich habe zu viel Flüssigkeit getrunken. Also was mich tatsächlich sehr wundert, ist, dass der Invoker wirklich so gut gegen den OD hier in der Mitte steht. Aber das funktioniert auch nur dank der regelmäßigen Ganks, glaube ich. Ja, oh Trixie, warum aktiviert er nicht die. Wollen sie oder wollen sie nicht? Wollen eher nicht. Da kommt nämlich eine Seekuh reingecharged. Hat die Ultimate? Ja, hat sie Trixie. Oh, Ah, die ist drin. Das war natürlich unfair. Oh, aufpassen, da jetzt keine Ulti. Oh Gott, die Ulti fliegt. Ich liebe diese Seekuh. Die ist so Ich geil. liebe diese Seekuh. Es ist einfach diese fliegende. Guck mal, das war einfach die Fly-Seekuh. Du hast gesehen, der hat hier die Ulti gecastet. Hier ist er angekommen. Physics, please. Das ist völlig unmöglich, aber es ist halt trotzdem sau cool. Oh mein Gott. Ach, es ist schön. Und es sind auch noch so viele Leute. Wir kommen wieder locker über die 100 Viewer. Das freut mich. Das freut mich sehr. Ich glaube, ich werde morgen einen Cast trotz machen können. merkwürdiger, tr trotz merkwürdiger Pause. Ja. Spike begründeter Pause. Alle da geblieben. Wir hatten auch noch zwischendurch 20 Minuten, wo einfach nichts passiert ist. Oh, der Hani ist wieder gecharged. Die EQ. Ins Anlauf. Kommt da von hinten rein. Das Elbe ist auch schon raus. Oh Gott, der ist YOLO, der ist YOLO. Ja, das will er tun. Das will er tun. Oh Gott, ist der männlich. Der Sunstrike wird allerdings nicht on point sein. Fly muss ein bisschen aufpassen. Da hat nämlich noch einen Kurznap auf sich drauf. Sedor ist reinrotiert. Hani wird jetzt gleich was finden. Aber guck mal, hinten bis es perfekt wird angegangen. Vom Lifesteal und Trixie, die da reinrotiert sind. Das ist ein Trackkill, der erste im Spiel. Während das der Shadow Team hatte anscheinend eine Ulti parat gehabt. Ja, sehr schön mit Demonic Purge den Kill gesichert. Und jetzt ist die Enigma down. Müssen wir eigentlich schauen, wer wurde da gerade gewanished? Sieht so ein bisschen aus. Ja, es ist Nexus. Aber er charged einfach durch alles durch. Oh mein Gott, ich liebe diesen Hero so sehr. Es ist nicht so angenehm, als diesen Hero zu verfolgen. Dessen stirbt doch der Shadow Demon, aber ich musste gerade Nexus mit seinem Spirit Breaker verfolgen. Das tut mir sehr leid. Bedeu. Hat die Midas. Minute 11. Also, Minute. Oh, schöne Familiar-Stunts. Schöne Familiar-Stunts. Aber er kann sich nicht raus-DP'en. Keine Chance. Außer er juckt jetzt die Scheiße raus, aber nein, es ist ein
Dragon-Taste des Bounty hat das, das den Kill sichert. Dafür kommt unser guter Joel noch raus. Und die Seekuh farmt weiter. Ja, diesmal steht Fnatic besser da, oder? Was meinst du? Ja, weil auch Trackkills. Was sagst du? Sie stehen besser da, weil auch Trackkills. Oh, Trixie. Trixie wird fallen. Demonic Purge is enough. Ah, und das Shadow Poison kriegt tatsächlich den Last Hit. Sehr schön. Ja, Fnatic steht jetzt auf jeden Fall besser da. Obwohl das jetzt natürlich noch nicht gelaufen ist, muss ich sagen. Oh, der Tower Deny! Oh mein Gott, dieser Junge! Wie geil ist der eigentlich? Von den Trees, ja. Nein, das war ein Autotech. Von aber ihm oder von ihm? Die Trees noch dazu. Nee, einfach nur von ihm. Der ist einfach völlig random reintippet, während Business Perfect von Familias gestunt ist. Geht er ganz kurz hin, aha, Autotech, aha, und geht wieder raus. Bleibt einfach so gegen sechs Eidolons, Enigma, OD und Creeps. Hat ein Autotech gemacht. Und zwar auch nicht so, jetzt breche ich ihn ab und war weg in Timing. So, geht einfach hin. Lässt den Attack los und fertig ist. Oh, und Nexus könnt ihr jetzt einen Kill bekommen. Macht die Drums an, macht den Dust an. Trixie kriegt nochmal den Track raus und sehr schön in den Sunstrike reingeschmissen. Oh, und Trixie kriegt den Kill. Trixie will live. Aber sehr männlich, muss ich sagen. Da muss ich den Kompliment an Nexus Pullman's geben. Shield for the win. Ja, das wird's gewesen sein, tatsächlich. Zicke Sache. Na gut, das möchte man natürlich einem Bounty Hunter nicht geben, aber so ist es nun mal. Base Caro. Sehr männlich. Einfach nur. Also da nicht abzubrechen, einfach reinzugehen, finde ich gut. Dann war auch nicht voll HP, oder doch? Bisher hat ihm gefehlt, ja. Glaube ich. Also 80%. Ah, denk 80% schon. HP hat er gehabt, irgendwie. Also ich weiß nicht. Ich würde noch nicht sagen, dass es jetzt für. Also im Moment sieht es für. Oh, das wird eng für Business Perfect. Wollte es ja raustippen. Bottom ist da ein GoFly, ist gecharged, wird wahrscheinlich keinen Sprout abbekommen, den werden sie sich aufheben, denn diese fliegende Seekuh wird da einfach Übriges tun. Sehr schön, kam noch der Mana Bird und dann hat der Bash gereicht. Dafür ist oben halt Era am Pushen, baut auch Armlet, hat schon fast Armlet. Wow, der Farm ist echt aufgeholt, als Nexus ganken gegangen ist. Eine Armlet jumps Facebook nach 14 Minuten. Großen Respekt an Era, da hat er solide zusammengefarmt. Und Sedoi. Ja, ich weiß, sie haben halt Prophet, der wird irgendwann Impact haben, aber momentan werden sie schon zu hart eingepusht. Jetzt kommen jetzt auch viele Safety-Ps rein. Oh, Era kann da weitergehen. Joel geht einfach in, das ist das Einzige, was man machen kann. Demonic Purge, wir haben es angesprochen, dafür Solo. Zweimal von Familias gestunt. Boah, aber eine schöne Kombination hier gerade vom Invoker, der nochmal ein Tornado durchschickt. Da kommt Alex Malefist dann. Der Nuke ist auch extrem stark. Ein letzter Stun wird kommen und er geht down. Ja, durch die Autotext ist der Enigma. Und auch Joel ist jetzt hier getrackt. Bei Carapace rettet noch ein wenig den Tag. Aber das ist nur ein Mana-Burn, den er rausbringen kann und mehr nicht. Leider. Ich finde, das Spiel ist unglaublich unruhig. Ja. Also viel Rotation, aber so ineffiziente Rotation. Also auch viele Kills. Aber es irgendwie bekommt Fnatic da jetzt nicht gerade. Rockskiss ja. So viel raus, ja. Sie rotieren sehr viel, aber es ist nicht so, dass da jetzt irgendwie groß was draus wird. Normalerweise sieht man ja immer eine Rotation, dann einen kontrollierten Push und es ist immer so viel hin und her, dass man eigentlich gar nicht genau sagen kann, was da eigentlich gerade vor sich geht. Mhm. Und ja, ich meine, sie kriegen keinen Tower. Vielleicht bekommen sie jetzt den Top-Tower. Und vor allem die Trackkills kommen halt immer. Also der Bounty Hunter mit 2-2-4, der steht gut da, so für Minute 15 für einen Offlane-Bounty. Kann man nicht anders sagen. Also für den läuft das Game nicht allzu schlecht. Ja, und Fnatic ist ja auch auf dem Goldgraf-mäßig auf jeden Fall vorne. Ja, absolut. Das ist jetzt 6000 Gold, das ist schon ein Stück. Also das ist jetzt nicht die Welt, aber das ist ein annehmbares. Und wir sehen gerade ein Infest in Trixie. Der Top-Tower wird wahrscheinlich jetzt denied werden, ja. Ja. Die erst regeln das. In der Bottom, aber guck mal, sie werden jetzt Joel bekommen. Keine Chance, dass er da wegkommt. Aber er prügelt sich einfach durch. Da ist der Top-Tower denied worden. Und dann werden sie dafür ausnahmsweise last hitten können. Oh, aber auch kein Last hier von Sedoi, leider. Er baut übrigens einen Mecha. Sehr, sehr lustige Entscheidung. Kann ihnen aber unglaublich viel helfen. Obwohl man den Prophet jetzt mehr auf Carry spielen würde, wahrscheinlich mit Shadowblade und Split Push, aber Mecha kann ihnen absolut den Tag machen. Gut, Shadow Demon ist halt Position 5 in der Konstellation gerade. Wir hatten ja einen Farming Spirit Breaker auf der Offlane, den Prophet. Und dann, wo kriegst du das Mech her, möglichst schnell? Genau so ist es.
This is perfect. Sucht er. Findet aber niemanden. Obwohl ein Nyx ist eigentlich eher die arme Sau, die alle, die Worthure. Oh Gott. Oh, darf ich solche Wörter in den Mund nehmen? Weiß es nicht. Weißt du, das einzige Wort, das du in den Mund nehmen kannst, ist: Oh mein Gott, du bist wieder tot, Bruder. Handstrike, sehr schön gedodged. Tracks sie gut gesehen. Bekommt auch den Charge ab, aber das ist ein Shuriken Toss und dann ist das tot. Da ist der Kill. Kommt noch ein, oder kam noch Malefist dann, oder? Ja, auch Malefist war da noch Stun. Dann war da noch da und jetzt sind sie 5 oben. Der Charge muss abgebrochen werden und die Eidolons. Dann mit den Autotext der Familias und der Heroes klärt halt einfach massiv. Wie viele TPs auch, wie viel Fnatic einfach rotiert und versucht auch die Towers zu halten und, ja. Und wirklich sich von Roxkiss jetzt gerade mal nicht auf der Nase rumtanzen lässt. Oh, ah, so viel Disable. Sehr schöne Familias dann ja, auch wieder. Also wie, und vor allem Alt-Aspen den Aufbau aufgewahrt, man weiß, okay, die sind nah genug dran, dann gestunt, man dann einen Track rausbekommen kann, hat man dann die Sicht, dann bringt auch ein Sprout nichts mehr und dann kann man Malefist ansetzen, kann man Hurricane ansetzen, alles, um ihn am TP zu hindern. Das ist sehr klug gespielt, gerade hier von Fnatic. Und sie haben sogar die Chance, das Game hier wirklich mitzunehmen. Ich meine, der Lifesteal ist out of control, das... Er farmt gut, jetzt kommt dazu nochmal ein Vlets vom Bounty Hunter, was mir auch sehr gut gefällt. Der wird jetzt gleich einen Basher haben und dann ist das auch. Dann wird er dem Spiritbreaker von seiner eigenen Medizin ein bisschen Kosten geben. Ja, und das Vlets auf Bounty Hunter, wenn der dann irgendwo in der Nähe vom Teamfight steht, das hilft dem Spiritbreaker dann natürlich auch nochmal schön. Die Armor-Aura, noch die, ich glaube, 16% Damage-Aura. 15%, ja. 15% Bonus-Damage, ja, das ist doch super. Absolut. Was will man denn mehr als Weltraumkuh. Alle kaufen random Smoke. Jeder gönnt sich ein. Oh mein Gott, aber der Shadow Demon hat immerhin 4-Stuff gefarmt. Also das ist 4-Stuff und Irren. Also für eine Position 5 geht es ihm echt erstaunlich gut. Ja, aber ich habe festgestellt, das muss Nyx machen. Ja, Nyx genau. Ist der Ärmste. Der muss hier Elder Wards kaufen. Und ich meine, aber selbst er, ich meine, der haben es gut verteilt. Sie haben Mana Boots auf ihm, sie haben einen Staff Wizard, der fliegt gerade ein. Jetzt ist der Smoke da. Oh, Smoke gegen Smoke. Oh Gott, wen finden sie? Und es ist ein Black Hole! Das wird ein Black Hole! Und erwischt sehr viele Leute! Oh mein Gott, der Konstant kommt rechtzeitig durch! Oh, was für ein dicker Tornado! Was eine gute Kombination! Der Feeling Blast war ebenfalls dabei! Nexus Charge da raus und die trennt sich 1:1. Noch. Ah, auch ein sehr gutes Imprisonment auf Enigma. Der wäre sonst am Burn Damage gestorben, glaube ich. Okay. Ja, das kann sein. Ja, also vom Meteor. Hinterlässt ja so einen Dot. Ja, das war ein schönes Black Hole, aber noch besser Glück, abgebrochen. Noch besser Glück abgebrochen für Fnatic. Ja. Ich meine, Joel hat das gut gesehen, dass er hat sich da gut positioniert und sofort instant. Ich meine, er hätte auch einfach reinlaufen können, ist bei Carapace, wäre wahrscheinlich noch schneller gewesen. Aber, oh ja, shit. Das ist halt eigentlich ganz cool, wenn du die Reaktion hast, bei Carapace zündest, hat Black Hole innerhalb von weniger als 0,1 Sekunden abgebrochen. Becker fertig für den Rage's Prophet. Das ist echt interessant, den Facebooks Lane-Build zusammen mit dem Mecha zu sehen. Ein wenig abstrus. Aber kann man schon machen. Ich find's gut, also bringt dir nochmal Bonus-Armor, das hilft dir gegen Physical Damage und so, ist doch super. Also als Intel mangelst du dir daran ja eigentlich immer an Armor. Mit einem Mech hast du das super. Oh, Familiar-Stunts. Einen guten Job. Wir werden rechtzeitig da sein. No-Tail mit der Haste-Ruhe. Aber ich finde es sehr glücklich. Bisschen raus. Und Trinz kam ein bisschen später, um der Prophet zu tanken. Aber sie haben jetzt kein Black Hole, die guten Jungs von Fnatic. Das könnte der Turning Point werden. Könnte. Konjunktiv natürlich. Mal sehen. No-Tail geht da noch weiter hinterher. Wenn der Jung auf Courage auf ihm. Wieder durch. Aber der wird das definitiv. Ein Familiar-Stunt, wie das? Familiar-Stunt von Noten. Wisst ihr, dass der Junge ein exzellentes Micro bewahrt? Es kann sein, dass sie da sogar noch weitermachen. Einfach resummt. Gute Idee. Wusste, dass sein Familiar verloren war. Jetzt geht wiederum Fnatic in den Rosh-Pit. Also es ist ein Hin und Her. Oh, die hat übrigens Midas gebaut. Und die haben aber auch das Medallion.
Das richtig. Ist natürlich super. Oh, Joel. Und die können. Und oh, die können Joel. Oh, Joel, Trixie wird gleich down sein. Obwohl, das Imprisonment der perfekt. Es geht tatsächlich an die Dire und der OD hat es bekommen. Droppt jetzt die Ulti. Viel Damage. Trixie ist der Erste, der down geht. Die Frage ist allerdings, wer wird als nächstes fallen? Das ist der Spiritbreaker zusammen mit dem Shadow Demon. Roxkiss Joel möchte natürlich ein bisschen Damage auf Harney machen. Wird allerdings nochmal Imprisonment. Wo geht gerade der Fight noch weiter? Es ist wahrscheinlich ja, auf den oberen Linien. Ein bisschen konfus. Der Nature's Prophet geht down. Nyx ist das ebenfalls. Und jetzt ist damit das Eiges verwertet, aber wahrscheinlich zum Preis des Lebens des Unvokers. Da kommt aber die Ice War, interessiert die Familie, das ist natürlich ein Scheiß. Aber, oh, er kommt da wahrscheinlich nicht mit der Familie dann dran. Geht nochmal auf ihr, geht auch nochmal einen Blick auf Enigma. Und das reicht aber. Und ein letzter Nuke, Autotex, No Tails auf einem Mega-Kill-Streak. Da sind alle einmal gestorben. Ja, das war ein kompletter Vibe. Oh, jetzt vielleicht ein Disruption in einen Sunstrike. Ah, das hätten sie besser exekutieren können, weil jetzt muss Solo aufpassen. Imprisonment ist immer noch denkbar. Was macht Fly da? Denkert sich einfach in den Tod? Denkert sich einfach in den Tod. Und oh, eine fliegende Seku. In dem Hotel hat Alex keine Ulti, aber der Bash ist stark genug dafür. Und jetzt gönnen sie sich eine Region-Rune. Error. Ein Sprout könnte ihn den Kill da bekommen. Im Gesamtfall ist nur ein Tracker erzielt worden. Error, okay. Ich glaube, da brauchen sie nicht mal die Ultimate. Benutzen sie trotzdem. Der Invoker kriegt den Mega-Kill-Streak. Und jetzt haben sie auch noch Trixie erwischt. Also das rollt jetzt ganz gut, wenn sie jetzt irgendwie noch einen Forstaff hätten. Aber ich glaube, die Forstaffs sind beide auf cooldown. Forstaff, jo. Ja, sehr gut. Und jetzt ein... Oh Gott, das war natürlich eine... Schlecht koordiniert. Hier. Aber es reicht. Oh. Damit okay. Und auf einmal sind sie alle tot. Auf einmal sind sie alle tot. Und Sedoi farmt einfach weiter. Als ich da überlegt habe, das war... Ja, wie gesagt, das irgendwie setzt sich das Ganze fort. Das geht irgendwie so unkoordiniert immer ein bisschen hin und her. Mhm. Obwohl eigentlich echt. Meine, der Roshan ging ja dann noch an die Dire. Der Audi hat es dann aber bekommen. Der Goldgraf ist immer noch eindeutig. In welcher Zeitzone spielt Roxkiss? Wie spät ist es bei denen? Vielleicht schon mitten in der Nacht. Das ist russisch bei ihnen, ja. Kurz vor Russland. Oh, Spirit Breaker Item Build. Guck. Meinst du, das wird ein ja. Argenims, ja? Es könnte auch ein Saint Yasha sein, aber ich fände es so unmännlich, dass ich es gar nicht vorbeiben kann. Also ich würde mir so gerne einen Ager wünschen. Und ich glaube, es wäre sogar gar nicht so schlecht. Fights sind lange. Fights sind lange. Und er kann, wenn er die Ulti, ich weiß nicht, was hat er Cooldown? 12 Sekunden, glaube ich. Er hat mit Scepter Cooldown. Geht natürlich leider nicht da. Aber ich glaube, es sind irgendwie so 12 Sekunden. Ja, ich glaube auch. Irgendwie so um den Dreh. Und das ist halt echt sick viel. Also es ist sick wenig. Das ist wie viele Ultis, die er in einem Clash raushauen kann. Scepter Cooldown 20, da steht's doch. Oh, dann bin ich bescheuert. Man muss nur die Augen aufmachen. Ja, da habe ich so meine Probleme. Und da kommt doch das Ack. Das ist doch das Scepter. Ja, er hat tatsächlich. Ja. Jetzt kombiniert das noch mit BKB, dann ist er fast nicht mehr tötbar und halt permanent eine Ulti-Hure, die halt durch die Kante. Die läuft. Stats sind halt auch nice. Ja, na klar. Kann man natürlich nichts sagen. Trixie ist hier sehr am Rumlaufen, aber hat eine Haste-Rune, deswegen ist er. Kann er sich seiner Sache da so sicher sein. Der Gamp ist übrigens auf Fly da, der wird jetzt schön versuchen, ein bisschen zu dewarden. Da stehen auch einige Wards von Roxkiss, die man da zerstören könnte. Und jetzt die Frage. Ja, Herr Wurstkas sagt im Chat Imo, aber für wen? Meine Fnatic ist. Könnte ich mich jetzt auch nicht drauf festlegen. Ich meine, Fnatic ist noch am Drücker, aber. Meine, jetzt ja, aber Roxkiss hat natürlich eine Kuh mit Aghanims, ne? Genau, und der Invoker baut sich Richtung Agar. Dagon wird auch... Ne, ist ein Forstaff. Ein Forstaff wird auch gleich für die Nyx-Assassin da sein, in 350, in 300 Gold. Kommt nochmal ein Smoke. Ist die Frage, ob sie jemanden finden. Trixie dreht sich da raus, der wird den Smoke nicht revealen. Ich glaube, Nexus wird da gleich reinchargen. Und es wird sehr YOLO werden. Ist eine Midas? Oh, geil. Der hat noch kein einziges Int-Item, ja? Ja. Also die Ulti macht auch noch nicht so viel Schaden, aber... Oh, Joel muss aufpassen. Der geht hier anscheinend auf ein, auf ein Rod of Athos. Joel wird hier gecatcht, aber ist die Frage, wo kommt denn der Follow-Up? Wo ist der Invoker? Er braucht jetzt dringend einen Tornado, der erwischt nur Trixie, aber das reicht doch vollkommen. Ich glaube schon bis jetzt 1-1 ist nur der Nyx, das ist ein Down. Dodo könnte sich auch... Oh, Forst darf sich da sehr klug durch die Trees. Nexus wird nochmal... Aber der macht einfach die Ulti. Ah ne, schön, das klappt schon. Nochmal ein Soulcatcher drauf. Könnten das fighten, aber es ist halt... Fight halt gegen Black Hole und... Oh, da ist jemand raus, Tipeet. Da ist nämlich noch der Tower gefallen.
Was Touch, einfach oh. Ultimate, aber sehr schön abgebrochen. Era, gut gespielt. Aber Forster for the win, trotzdem, er geht down, er wird down gehen. Das haben sie super klug gespielt. Endfest war einfach yeah, Gold wert. Endfest, ja. Hat den Nether Strike gedodged. Oh, Solo. Damn Jukes. Aber wir haben Blink Dagger auf Enigma, deswegen. Einfach, völlig egal. Tadam, Lifestealer kriegt den Kill. Schade, dass Hani da raus musste, aber er hat auch schon Big B. Und jetzt Hold of Arthos, wie du schon angesprochen hast, wird er auch in 200 Gold haben. Ja, Forster jetzt auf auch nix. Ja, Rod of Arthos Hex eventuell, vielleicht. Oh, auch ein Forster noch, wer weiß. Joel ist da ein bisschen, weiß, oh, er Forster zieht die Klappe runter, sehr schön von ihm. Era bekommt auch noch den Tower Lasted oben drauf, das ist natürlich super schön. Sehr nice. Weiß nicht, ob jetzt als nächstes hier auf Lifestealer vielleicht, keine Ahnung, das AC kommt oder vielleicht doch eher ein Basher. Basher, ich denke ein Basher sollte es werden. Sie könnten halt damit echt viel gegen einen potenziellen BKB-Barer ausrichten und ich denke, das wird es halt auch werten. Nächstes Item. Ja, mit dem Basher zu antworten. Halt gut, sie brauchen halt mehr Lockdown noch. Sie haben viel Lockdown, aber es kann nie schaden, noch ein bisschen mehr zu haben. Sie haben jetzt noch einen schönen Slow durch den OD. Der hat einen Gem. 60% Cripple Slow, ja, das ist schon ein bisschen nett. Ja. Oh. So, Hani wird mal wieder gecharged. Ob er das jetzt einfach dodgen wird? Ich weiß es nicht. Ja, wenn, er so wenn er so positioniert ist, nicht. Oh, jetzt aber hat er gebrochen. Wenn er so positioniert ist, dann kann er ihn nicht dodgen, weil, das heißt, er kann ihn nicht dodgen. Er bräuchte halt die super Reaktion und den super Ping zu dodgen, weil, er kommt dann halt viel von der Seite so reingerannt. Wie ist das? Und wenn er hier steht, dann sieht er ihn quasi erst in dem Punkt, wo er hier drauf trifft. Dann muss er quasi in der Zeit noch zweimal W drücken und sich selber da rausnehmen. Dann muss das mit dem Ping auch noch alles hinhauen. Also weiß ich nicht genau. Und der Basher ist auch da für den Lifestealer. Der Basher ist da. Outrets für den OD. Also Fnatic steht schon ziemlich stark. Also bisher kam ja auch nur ein Black Hole. Ja. Also ein Black Hole, dann ist es ja sowieso, kann ja sowieso das Game gelaufen sein. Da ist vor allem gleich ein BKB noch zu dem Black Hole. Ja. In 500, 600, nee, 750 Gold. Das Einzige, was durchgeht, wäre der Bash von Baratun. Aber, ich meine, ja, das. Deswegen muss man ihn wahrscheinlich catchen. Black Hole. Ja. Ihn muss man sollte catchen. Aber auch machbar sein, eigentlich. Prinzipiell ja. Und schon wieder Smoke. Nix, dass wir gleich investieren. Wo gehen sie lang? Die Route zeigt. Ja, wir wollen an den Ancients vorbei, glaube ich. Und dann gucken, ob sie bei den Ancients was kriegen. Oh, aber es könnte natürlich jetzt sein. Oh, die Ward. Und Hani wird erwischt. Und da kommt auch die Ultimate. Das geht durch den Bash natürlich durch. Aber der wird gleich einfach den Rego machen. Solo ist da, hat sich da sehr offensiv hochgeforst. Da wird aber nochmal runtergeforst. Also gutes Team hier gerade bei Roxkiss. Aber unsere Seku. Die ist tot. Und da kommt ein schöner Zweimann im Pale, aber Joel kann da auch nichts ausrichten. Egal wie viele Forstuffs der Welt er da hat. Unglaublich viele Forstuffs, ja. Aber schöner Blink, schön Ulti. Läuft Arthos. Oh Gott, die haben alle einen Forstuff. Ja, sau viele Forstuffs. Alle, oh Gott, aber wieder Dead Familia Damage. Die haben alle einen Forstuff außer dem Barra. Haben sie vier Forstuffs. Aber jetzt werden sie halt eine nach dem anderen rausgenommen. Das ist halt bitter. Schöner EMP, aber. Schöner Tornado meinte ich natürlich, aber es ist halt völlig egal, so gegen Rage. Dafür Nature Prophet mit dem Counter-Push. Ani? Was ist mit dir los? War gerade die randomste Ulti überhaupt. Der hat nur Lord of Arthos, Power Treads of Strength. Und castet seine Ulti gegen einen Prophet, der einen Forstuff und einen Ultimate Orb hat. Wir gucken ganz kurz, ob Era das hier überlebt. Da kommt der Demonic Purge durch. Die Autodecks werden da sein. Sidoi wird sich gar nicht mehr raustippen können. Die Vermisstern sind zu stark, aber sehr schöne defensive Disruption. Gerade der Stunt trifft allerdings nicht. Nexus muss aufpassen. Black Hole ist jetzt drauf. Und da geht nichts durch dieses BKB. Und das wird ein dicker Fight werden. Da ist er auch down. Sehr schön hier gerade nochmal die Sentry gelegt. Wir gehen einfach an. Das sieht mir vermutlich jetzt nach GG aus. Jetzt könnten sie High Ground gehen und die Rex ziehen. Oder Roche ist in wenigen Augenblicken auch wieder da. Vielleicht Roche. 93 Int auf Nature's Prophet. 93 Int auf Nature's Prophet. 102 Int. Oh Gott, Lifestealer kriegt den Kill. Und sie diven einfach weiter und töten alles. Und 102 Int auf dem OD. Das sind nur 8 Int Differenz oder 9 Int Differenz. 9 Int, ja. Diese Ulti war so lächerlich schwach. Und der Multiplayer ist 11 im Moment. Ja. Das heißt 99 Damage. Fuck life.
Ja, 25% Reduzierung wegen Resistance. Das heißt, er hat keine 75 Damage abbekommen. Oh mein Gott, so geil. Und der Stun, der Charge, der Yolo und der geht wahrscheinlich down. Oh, was für ein dicker Hit gerade. Ja, und die hat allerdings keine Ulti, wird jetzt aber gebasht, das BKB, aber er kriegt einfach keinen Damage. Nexus geht down, wir gehen alle down, die Prophet Ulti klärt zwar, aber ging letztendlich nur Trixie und wen haben sie da gerade rausgenommen? Wahrscheinlich gerade der Invoker. Ne, das ist Sedoy. Und da war Error auf ihn. Genau, oh mein Gott, Error. Das ist natürlich nice. Und jetzt können sie einfach die Rexes fertig machen und ich glaube, das wird dann auch das letzte Game sein. Das heißt, wir werden uns vielleicht sogar 1-1 trennen. Hat natürlich keinem der Teams richtig gefallen, aber Fnatic hat dann die beste aus der Situation gemacht. Oh, Business Perfect geht in Invis, aber sie haben noch ein Gam. Einfach. Sehr, Die Seku fliegt nochmal rein, aber da ist eine defensive Corruption da. Era wird gleich nochmal was anbringen, genau, und der Nexus ist gebasht, bevor er seine Ultimate anbringen kann. Allerdings ist er gerade sehr, sehr weit gekommen damit. Jol holt sich den Gam, liegt mal bei weg. Und was machen sie jetzt? Das reicht nicht für den Infest Damage. Oh Gott. Dolo ist da einfach irgendwo unterwegs. Die Familias versuchen ihn zu chasen, aber es ist Era, der Wicked Sick ist und Rex sind auch schon down. Also sie sterben halt einen nach dem anderen, weil Fnatic stirbt halt nicht allzu viel und Solo hat eine Disruption parat. Dodgt da sehr gut die Stunts, muss ich sagen. Aber egal wie gut er dodgt, es wird wahrscheinlich nicht reichen. Es reicht tatsächlich, um da rauszukommen. Schön gespielt von ihm. Ani frisst hier ein paar Tower, aber da muss natürlich das DP abgebrochen werden, die Familie ist dann gebaitet. Guck dir bitte die Kuh an. Oh lol. Er ist stuck. Oh, next. Ein Error auf dem Monster. Ist der Plan gewesen, sich zu verstecken? Kuchu beats Mumu. GG, Solo Chaos ist. Das war unser letztes Game heute Abend, meine lieben Freunde. 1-1 trennt sich Roxkiss und Fnatic, nachdem sie einen überraschend guten Invoker damit gespielt haben, der OD tatsächlich. Ich weiß nicht genau, wie viel das mit dem individuellen Skill der beiden Spieler zu tun hatte, aber da muss ich sagen, respektable Leistung von Business Perfect, der da gut gegen Hani stand, bis es dann halt irgendwann außer Kontrolle geraten ist, denn die Ganks des Spiritbreakers waren nicht stark genug. Also ich weiß nicht, die Ganks. Oh, sehr schöne Disruption. Die Gangs des Spiritbreakers waren nicht stark genug, während das hat der Lifestyle halt komplett durchgefahren und dann das Game gewonnen. Und OD sich jetzt hier nochmal einkillt. Weiß nicht mal, wie man seine Ulti benutzt. Aber irgendwer bricht gerade immer das GG ab. Aber das war unser letztes Game, meine lieben Freunde. Fnatic gegen Roxkiss, die trennen sich 1-1. Davor Na'Vi gegen Poseidon 2-0. Also gewinnt Na'Vi diese Gruppe höchstwahrscheinlich. Morgen haben wir nochmal ein Game. Na'Vi gegen Scary Faces um 20 Uhr, wenn ich richtig informiert bin. Ja, es wird 20 Uhr sein. Und dann könnt ihr da nochmal einschalten? Ich denke, das werde ich wieder. Das wird, glaube ich, wir werden das wieder casten. Ich bin mir ziemlich sicher. Und dann würde ich sagen, machen wir die kleine Verlosung. Ich mache nochmal einmal Werbung für Replay. Und dann mache ich noch kurze Musik an, weil ich muss echt dringend pinkeln gehen. Und danach, wenn ihr Lust habt auf einen. Wenn ihr einen Kurier gewinnen wollt, guckt euch diesen Kurier an. Ich zeige ihn ein letztes Mal. Dann bleibt noch kurz auf dem Stream und habt einen Twitch-Account. Das ist nämlich die Bedingung. Wenn ihr einen Twitch-Account habt, dann kann ich euch in der Viewerliste sehen. Ich mache mal ganz kurz Werbung. Ich kann euch nochmal empfehlen, meinen Twitch-Channel zu abonnieren. Dann seht ihr immer, wenn das Stream online kommt. Und morgen 20 Uhr wird ihr auch einschalten, weil ich brauche über 100 Viewer. Dann werde ich einfach Twitch überzeugen, dass ich viermal über 100 Viewer hatte im Schnitt. Und dann werden sie sagen, oh bitte, Faz, werde unser Partner. Dann sage ich, na gut, weil ihr es seid. So ungefähr wird das ablaufen. Und sonst, also wenn ihr einen Twitch-Account habt, dann geht jetzt einfach hier drauf. Wenn ihr wenn ihr Kurier gewinnen wollt, wenn ihr keinen habt, dann erstellt euch schnell ein, kommt wieder auf den Channel drauf, abonniert natürlich den Channel dann. Und dann würde ich sagen, gebe ich euch nochmal so lange Zeit, mach so lange ein bisschen Werbung und werde dann noch schnell Musik anmachen, dann gehe ich pinkeln währenddessen, dann geht's gleich los, okay?